Es ist mal wieder soweit. Dieses Wochenende versucht der Yeezy wieder über den Jumpman zu springen, um ein Kanye West Zitat hier mit einzubauen. Und die Frage von mir ist tatsächlich, ob der Yeezy dieses Wochenende nicht eventuell ein bisschen zu weit springt. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Review hier bei Turnschuh TV. Der Yeezy Boost 350 Zebra kommt dieses Wochenende in den Handel. Kurz zum Schuh, Yeezy Boost 350 V2 Zebra, das Primate in einem schwarz-weißen Zebra-Look, der Name des Colorways, also unschwer zu erkennen. Auf der Seite 350 Supply würde man denken, wegen Yeezy Supply der Homepage, soll aber St. Pablo Loves You heißen. Auf der Seite dazu noch der schicke Rennstreifen, der aussieht, als hätte man sich beim Malen ein wenig mit dem weißen Pinsel drüber gezogen. Unten die Sohlenkonstruktion, wahrscheinlich das auffälligste, erinnert ein bisschen an die V1 Modelle, ist aber tatsächlich ein aus zwei Schichten zusammengesetztes Teil, was ich ein bisschen schade finde, in unterschiedlichen Farben herkommt. Das hier sieht aus, als würde es schon etwas länger im Lager liegen, in der Nähe von der Sonne, weil es ein bisschen gilbiger ist. Es ist kein Glow in the Dark, wo man jetzt denken könnte, ah, hier ist es so ein bisschen orange, gelblich, grünlich unten drunter und hier richtig weiß. Das sind tatsächlich einfach zwei verschiedene Farben. Finde ich nicht so gut gemacht. Und ist wahrscheinlich auch der Hauptgrund dafür, weshalb ich nach den 350er V1 Modellen beim V2 nicht mehr ganz mitgezogen bin. Das war tatsächlich so. Ich persönlich habe mich an dieser Silhouette, an den ganzen Yeezys und auch an dem Hype so ein bisschen satt gesehen, was nicht heißt, dass man diesen Schuh nicht mehr toll finden darf oder dass ich ihn bashen würde oder sonst irgendwas. Seid einfach froh. Ein paar mehr für euch da draußen. Ich habe mich jedenfalls ein bisschen bin ich da drüber hinaus. Was man aber sagen muss, das liegt definitiv nicht am Komfort des Schuhs, denn der ist durchaus höher als bei den 350er V1 Modellen. Ich finde diesen Release ganz interessant dieses Wochenende. Denn dieser Schuh kam ja erstmal so als ein Adidas Exclusive vor, lasst mich nicht lügen, 2 Monaten, 3 Monaten, ich bin nicht ganz sicher. Und das war so ein Ding, da standen hier in Berlin am Originals Flagship Store die Leute wirklich in Schlangen die Straße runter. Jetzt also ein Restock, und wenn die Zahlen stimmen, die da bei Yeezy Mafia irgendwie kolportiert werden und die ja auch Überfahrt in einem Post auf der Homepage mehr oder weniger bestätigt haben, dann kriegt jeder Store in Deutschland, und es sind, wenn ich mich nicht verzählt habe, 27 an der Zahl, um die 200 Paare. Vielleicht sind es ein paar mehr, vielleicht sind es ein paar weniger, wir wissen es nicht genau, aber dann sind das, meine Mathematikkenntnisse in allen Ehren, aber es müssten so 5400 Paare sein, und dazu soll es nochmal rund 30.000 Paare online geben, ja, für Europa alleine. Das heißt, in den USA und anderen Märkten wird es das sicherlich dann auch nochmal ein Kontingent geben. Das heißt, gehen wir mal davon aus, dass es 100.000, vielleicht sogar mehr Paare sind, die es davon dann jetzt geben wird. Und das, was ich jetzt gerade gesagt habe, was ich so spannend finde deshalb, ist, nicht nur wie verhalten sich die Reseller, die die Dinger halt komplett gebunkert haben und eben beim ersten Release Leuten irgendwie 500 bis 1000 Euro in die Hand gedrückt haben für ihren Schuh. Wenn die jetzt noch nicht alles losgeworden sind, dann werden die sich wahrscheinlich sehr ärgern. Genauso werden sich Leute ärgern, die den Schuh vielleicht erst vor kurzem für viel Geld gekauft haben. Auf der anderen Seite geht es mir gar nicht irgendwie um die Kullertränen, die die Reseller weinen. Es geht mir vielmehr darum, wie wird der Release denn an sich ablaufen? Und die Frage möchte ich direkt an euch rausgeben. Es ist total spannend für mich, weil es vielleicht auch über diese Stückzahlen halt auch einfach so eine kleine Wende ergeben könnte. Werden die Leute vielleicht dieses Mal nicht mehr vor irgendwelchen Stores campen? Werden die Reseller nicht mehr mit Geldscheinen um sich werfen, nur um diese Schuhe zu bekommen? Und werden wir vielleicht einfach einen Preisverfall nicht nur auf dieses Modell sehen, sowohl mit dem Originalmodell als auch dem Restock-Modell, sondern auch auf die anderen Yeezy-Modelle. Ich finde es ganz spannend, weil natürlich kann es sein, dass, obwohl die Stückzahlen so hoch sind, die Begehrlichkeit so groß ist, dass die Leute immer noch versuchen, ranzukommen. Aber es kann natürlich auch sein, dass die Nachfrage geringer ist als die Modelle, die da sind. Es gibt viele Möglichkeiten. Ich finde es spannend, das zu sehen, und bin auf jeden Fall total gespannt auf eure Meinung. Was denkt ihr, wie wird der Release ablaufen? Und falls ihr Bock habt, an diesen Schuh ranzukommen und noch nicht genau wisst, passt er nicht? Das ist ja auch immer so eine Frage. Sizing. Ich habe ihn in der US 10, ich trage auch sonst eine US 10 und ich finde ihn okay. Ich habe viele Leute schon gehört, die gesagt haben, na, da muss man vielleicht eine halbe Nummer raufgehen. Finde ich ehrlich gesagt nicht. Ich finde, True to Size passt auch bei V2 Zebra sehr gut. Und wie das dann am Fuß aussieht, schauen wir uns jetzt zusammen an.
So, Kinder, 220 Euro müsst ihr an diesem Samstag auf den Tisch legen, um einen der, muss man ja mittlerweile sagen, vielen Yeezy Boost 350 V2, in dem Fall Zebra, zu ergattern. Wer von euch versucht zu kaufen, wer versucht dran zu kommen, wem ist das Ganze vielleicht auch mittlerweile ein bisschen zu heiß gekocht, das Thema, lasst auf jeden Fall einen Kommentar da. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Drückt einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat und abonniert unseren Kanal. Dann verpasst ihr kein weiteres Video bei uns. Das gibt es dann immer schön in der Abo-Box. Stimmt noch ab. Ihr habt da oben die Chance, selbst den Schuh zu bewerten. Macht das auch gerne noch. Und dann sehen wir uns in ein paar Tagen schon wieder hier mit dem nächsten Video und dann auch hoffentlich wieder mit Hikmet. Bis dahin, macht euch noch ein schönes Wochenende. Tschüss.